Was geht ab, meine Ringlife-Gang? Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Reaction-Video auf diesem Kanal. Freunde, ihr fragt euch jetzt bestimmt so, hä? Wieso hat der Typ genau dasselbe an wie in dem Video gestern? Ganz einfach, ich erkläre es euch. Gestern ist nämlich heute und heute ist nämlich gestern. Macht gar keinen Sinn, aber egal. Also, damit ihr es wisst. Jetzt um die Zeit, wenn ihr dieses Video anschaut, sitze ich gerade wahrscheinlich im Europapark in irgendeiner dicken Achterbahn und schreie mir die Lunge raus. Deswegen habe ich dieses Video, das ihr jetzt seht, schon gestern aufgenommen, damit ihr heute einfach trotzdem ein Reaction-Video bekommt, obwohl ich gar nicht wirklich anwesend bin. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß daran. So, ich wollte eigentlich ganz was anderes aufnehmen. Das scrolle ich durch YouTube und sehe hier was. Und zwar, Ben Fresh hat vor 3 Tagen ein Video hochgeladen. Mein erster Amateur-Boxkampf bei Hessener Meisterschaft. Ich habe letztens meinen ersten Amateur-Boxkampf gezeigt. Jetzt schauen wir uns doch mal an, wie die Maschine Ben Fresh in seinem ersten Amateur-Boxkampf gekämpft hat und reagieren einfach darauf gemeinsam, ja? Hier beginnt jetzt also das Ganze. Falls ihr Ben Fresh nicht kennt, Ben Fresh ist der etwas großgeratene junge Mann jetzt hier in rechts, in rot, ja? Ey, der hat echt geile Schuhe an. Was sind das für Schuhe? Was sind das für Boxschuhe? Die sehen echt nice aus. So, sein Gegner jetzt hier in blau, aus der blauen Ecke. Also, erstmal ganz kurz, bevor es losgeht. Hier stehen sich 2 ordentliche Pakete auf jeden Fall im Ring entgegen, ne? Ben Fresh ist ja, glaube ich, wie groß ist Ben? 2 Meter irgendwas, glaube ich. Also wird jetzt an die 110 bestimmt, ja, so 105 Kilogramm wahrscheinlich haben in diesem Kampf. Ist ein ordentlicher Riese. Sein Gegner ist aber auch ein ordentlicher Baumstamm. Schaut euch mal alleine die Oberschenkel von seinem Gegner an. Kräftiger, starker Typ. So, jetzt habe ich gequatscht. Nochmal zurück, damit wir anständig reagieren können. Also hier stehen sich auf jeden Fall 2 ordentliche Pakete im Ring gegenüber. Erste Runde beginnt, Ben Fresh geht jetzt hier direkt raus, etabliert schon mal den Jab, ja, hält die Distanz zum Gegner, schön Oberkörperbewegungen, da hat er ein bisschen hier rumgetänzelt, um dem Gegner kein festes Ziel zu geben. Schöne Beinarbeit jetzt hier von ihm, muss ich ehrlich sagen. Hat jetzt hier ganz kurze, schöne Schritte gezeigt. Sehr variabel jetzt hier in der Oberkörperbewegung, wenn ich mich nicht täusche. Der Gegner versucht jetzt hier mit einem Angriff zu starten. Würde mich interessieren, ob das auch der erste Kampf von seinem Gegner ist, aber ich glaube nicht, wenn es schon Hessener Meisterschaft ist. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der seinen ersten Kampf bei einer Meisterschaft macht, aber gut. Bei den sehr, sehr schweren Jungs ist es auch natürlich immer was anderes, da hat man einfach nicht so viele Gegner. Mal ein bisschen lauter machen hier an dieser Stelle. Sein Gegner muss natürlich Druck machen, ja, der muss vorwärts in den Mann reingehen. Ben ist der größere, längere Mann. Hat jetzt hier 2, 3 gute Schläge reingebracht. Ich glaube, die lange rechte hat getroffen, die anderen sind daneben gegangen. Schöne Beinarbeit von ihm hier, rotiert rechts rum raus. Natürlich will er den kürzeren Mann nicht die Nahkampfdistanz überlassen. Hat ihn jetzt hier wunderschön rausgedreht in der Ecke. Schlagkombination, erneut in die Ecke gedrückt, wieder lange Schläge. Ja, das ist natürlich so eine Sache. Das hat er richtig schön gemacht hier gerade. Allerdings ist es nicht seine Distanz eigentlich. Da war er ein bisschen zu nah dran an dem Mann und hat versucht, hier Haken in den Nahkampf ranzubringen. Aber ich denke, da wäre er besser gefahren, wenn er versucht hätte, ein bisschen mehr auf Distanz gerade Schläge zu bringen. Denn er hat einfach zu lange Arme, um wirklich gute Haken im Nahkampf zu schlagen. Ja, der Gegner jetzt hier muss aber auf jeden Fall aufpassen. Ben ist ein großer, kräftiger Typ. Der hat auf jeden Fall ordentlich Dampf hinter den Schlägen, wenn er trifft. Ja, da muss er wirklich vorsichtig sein. Wunderschön jetzt hier von dem Gegner. Schön abgetaucht. Overhand, rechte wollte er an das Ziel bringen. Ben aber im Rückwärtsgang gut das Ganze gemieden. Ja, jetzt hier nochmal zum Schluss der ersten Runde Angriffsversuch von seinem Gegner. Ben aber wieder schön rausrotiert. Gute erste Runde auf jeden Fall. Ich würde sagen, dass die erste Runde recht eindeutig an Ben geht. Sein Gegner hat noch nicht richtig geschafft, die richtige Distanz zu finden, um Ben unter Druck zu setzen. Er hat aber immer wieder aus seiner Distanz gut gearbeitet, hat lange Schläge reingebracht, hat sich gut rausgedreht. Also meiner Meinung nach 1:0 Runde für Ben jetzt hier an dieser Stelle. Hält schön seine Distanz, dreht sich raus. Aber seid mal ehrlich. Seid mal ehrlich, wenn ihr jetzt nicht wüsstet, wer das ist. Sieht Ben nicht ein bisschen aus wie Wilder? So von den Bewegungen her, wie er manchmal die Schläge bringt, wie er sich bewegt, der sieht manchmal ein bisschen aus wie Deontay Wilder, würde ich jetzt mal sagen. Auch dieser linke Haken, das war original Deontay Wilder gerade, dieser linke Haken. Schaut mal diesen linken Haken an, wie er ihn gerade geworfen hat. Das ist original linker Haken von Deontay Wilder. Gegen Ortiz haben wir auch diesen, gegen King Kong Ortiz hat er auch 1-2 Mal diesen Haken gebracht. Oh, schöner Uppercut jetzt hier von Ben, hat den Gegner mit dem Rücken an den Seilen gehabt. Ja, ist natürlich keine leichte Aufgabe jetzt für seinen Gegner.
Er muss erstmal an dieser riesigen Statur von Ben vorbeikommen und in den Nahkampf kommen, um wirklich effektiv zu boxen. Er macht es ihm aber auf jeden Fall nicht leicht. Für einen großen, schweren Typen ist Ben sehr schön und sehr schön beweglich. Hat jetzt hier eine sehr schöne lange Rechte getroffen, während der Gegner mit dem langen linken Haken reingekommen ist. Gut gekontert. Ach, das ist immer hier dieser Blödsinn mit diesem Amateurboxen. Da wird er jetzt verwarnt, weil er den Gegner hält und gleichzeitig schlägt. Amateurboxen ist halt so ein... Könnte man ausrasten manchmal, was die Regelungen da machen. Wilde, zwei richtig wilde Schwinger jetzt hier von dem Gegner. Hat mit den langen Rechten versucht zu treffen, danach mit der langen Linken. Ben jetzt direkt mit der Antwort mit der Rechten. Bisschen vorsichtiger müsste er sein, glaube ich, weil er ab und zu die Linke fallen lässt. Und der Gegner, den Gegner darf man nicht unterschätzen. Es ist ein richtig kräftig gebauter junger Mann. Wenn er wirklich einen langen Schwinger trifft, könnte das auch Ben ordentlich wehtun, denke ich. Deswegen sollte er ein bisschen aufpassen, dass er die linke Hand nicht allzu sehr fallen lässt, um die notfalls an die Deckung zu ziehen. Ja, jetzt hier erneuter Angriffsversuch von seinem Gegner. Der versucht in der zweiten Runde ein bisschen mehr zu dominieren und das Tempo zu bestimmen. Etwas ruhigere Runde diesmal, wirklich, würde ich jetzt sagen, von Ben. Aber ich glaube, die Runde geht dennoch an ihn. Obwohl es diesmal etwas ausgeglichener war und ein bisschen knapper war. Ja, die zweite Runde könnte man etwas enger sehen auf jeden Fall. Jetzt muss er, denke ich mal, die dritte Runde nochmal Vollgas geben, um jetzt hier wirklich das Tempo zu bestimmen. Und dann sollte es aber auch ein Sieg für ihn sein. Schöne, gute, lange Rechte. Die hätte gut an den Hinterkopf kommen können. Hier wieder der lange linke Haken von Deontay Wilder, den er gut ans Ziel bringt. Aber von wann ist denn das Video? Weil da hat Ben noch lange Haare und ich glaube, der hat aktuell kurze Haare. Da wollte er sich auf ihn drauflehnen. Der hat sich aber schön mit dem schön rausbewegt und Ben ist runtergefallen. Ich denke, konditionell gibt es da jetzt ein bisschen leichte Schwierigkeiten. Ben ist ein schwerer Typ. Es ist natürlich keine leichte Aufgabe, diese ganze Muskulatur ordentlich in Bewegung zu setzen und dann konditionell stark zu sein. Ey, das ist original Deontay Wilder, wie er sich da bewegt. Habt ihr diese Rückwärtsbewegung mit dem Arm ausstrecken und den Gegner auf Distanz halten? Das ist original Deontay Wilder. Schaut mal. Original Wilder. Das haben wir in so vielen Kämpfen von ihm gesehen. Ben Fresh könnte echt der verloren gegangene Cousin von Deontay Wilder sein, glaube ich. Ah, da war ein guter Versuch, mit der langen Rechten von seinem Gegner zu treffen. Ne? Das ist das, was ich vorhin erwähnt habe. Das ist der gefährlichste Punch von ihm, glaube ich. Diese lange Rechte von oben. Über die Deckung drüber. Aber der Gegner ist auch ordentlich müde. Er schnauft auch schon. Er muss natürlich noch ein bisschen mehr Tempo reinbringen, um wirklich in die Distanz von Ben reinzukommen, um ihn zu treffen. Und das ist natürlich auch eine ziemlich harte Aufgabe. Ich hätte mir jetzt noch ein paar Körpertreffer von Ben gewünscht. Ich glaube, das wäre wirklich eine gute Waffe auch gegen seinen Gegner gewesen, wenn er öfters mal zum Beispiel einen langen linken Haken zur Leber bringt. Aber wie gesagt, wir dürfen nicht vergessen, das ist sein erster Amateurfight, am erster Amateurboxfight. Da muss man erstmal auch so eine Leistung hinliefern. Also sein Kampf ist nochmal deutlich besser als mein erster Kampf, würde ich jetzt mal sagen. Ich würde jetzt sagen, es ist ein recht eindeutiger Sieg für Ben, würde ich mal behaupten. Er hat die drei Runden ganz gut das Tempo bestimmt und den Gegner auf Distanz gehalten und ihn gut bearbeitet. Der Gegner hat es nicht geschafft, eine anständige Lösung zu finden, um an seiner Reichweite vorbeizukommen. Der hätte mehr mit dem Oberkörper meiden, abtauchen und in den Nahkampf gehen müssen für Nahkampfkombinationen. Hier sieht man nochmal seine schönen Stiefel, schön in schwarz, bisschen matt, bisschen Lack. Sieht schon geil aus irgendwie, die Schuhe. Ja. Macht schon was her auf jeden Fall. Also ich bin der Meinung, dass Ben Fresh diesen Kampf eindeutig gewonnen hat. Schauen wir mal, ob ich mich jetzt hier täusche oder nicht. Macht es ganz schön spannend. Rote Ecke. Ja, stabil. Auf jeden Fall gut gefightet, mein Freund. Sehr guter, stabiler Kampf gewesen. War anscheinend sogar erst 2019, also vor gut einem Jahr, bei der Hessenmeisterschaft in der B-Klasse. Also hat sein Gegner auch nicht allzu viele Kämpfe. Ich glaube, B-Klasse war was? Bis 6, 7 Kämpfe oder sowas war das beim Amateurboxen.
Also sind die doch von der Erfahrung her recht ausgeglichen. Aber man hat schon gesehen, dass Ben eindeutig der bessere Mann ist. Hat viel schönere Bewegungen gehabt. Der Gegner hätte ein bisschen mehr mit dem Oberkörper hier fintieren, antäuschen, mit dem Jab arbeiten und dann in den Nahkampf gehen müssen, so Tyson-Style-mäßig. Hat es aber nicht gut genug gemacht. Deswegen konnte ihn Ben auch ganz easy auf Distanz halten. Und ja, war ein klarer Fall. Klarer Sieg für ihn. Daumen hoch drücke ich hier auf jeden Fall an dieser Stelle natürlich. Wenn euch das Video gefallen hat, nicht vergessen, Freunde, Daumen hoch drücken, Kanal abonnieren, meinen sowohl auch als auch seinen, denn er hat noch einige sehr interessante Videos, insbesondere so Streetboxing-Videos auf seinem Kanal. Schaut da mal vorbei, schaut das so ab, schaut da rein, checkt das Ganze ab. Hat mir gefallen, auf den Kampf zu reagieren. Wenn euch das Video gefallen hat, Kommentar, Daumen hoch, all das ganze Zeug. Und wir sehen uns dann am Samstag, also morgen nochmal in einem weiteren Reaction-Video um 18 Uhr. Und dann wieder am Sonntag um 19 Uhr im Stream. Bis dahin, Freunde, passt alle auf euch auf, bleibt alle gesund und wir sehen uns. Ciao, ciao.